Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind auf dem Weg nach Liezen. Das ist unser nächster Standort. Genau. Und werden über Land zuckeln, ne? Schön über Land zuckeln. Und wann seht ihr das? Nach dem Intro. Wenn der Scheinwischer dann noch nicht an ist. So, nachdem wir alles geregelt haben. Ja, wir auch mal gelacht haben. Also der hat gelacht. Ja, der Versprecher war lustig. Der hat mich ausgelacht, unfassbar. Ja, wir sind unterwegs und das Schöne ist, wir bleiben zu zweit bzw. zu viert. Ja, die Reise geht weiter, ist cool. Genau, die Jungs haben nämlich Urlaub und dementsprechend kommen Miro und Sebastian einfach mit. Ich glaube, wir haben das noch nicht mal erwähnt, welche Namen, ne? Deswegen genau, ist es gut, dass du das jetzt gesagt hast. Jetzt wisst ihr, wie die beiden heißen, die im anderen Teil dabei waren. Genau. Das sind unsere Tippgeber immer, ne? Also die sind immer schuld daran, dass wir irgendwo landen, aber wir sind ja auch schuld daran, dass die ein Malibu haben, also dementsprechend. Ja, das gleicht sich ja aus. Das gleicht sich da irgendwie aus und ja, wir, wie gesagt, haben jetzt entschieden, dass wir nach Liezen fahren. Wir werden, wie gesagt, über Land fahren und schauen einfach mal, was es zu sehen ist. Momentan nämlich noch gar nichts, es ist nämlich total neblig. Deshalb seht ihr uns und nicht die Fahrt. Ja, das, also wir sehen ja auch nicht viel, genau. Genau. Und dann würde ich sagen, melden wir uns, wenn es was zu sammeln gibt. Oder zu sehen. Ja, dann seht ihr was. Ja, das sowieso. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Angekommen sind wir in Liezen. Genau. Wetter bombastisch, kann man ja nicht meckern. Richtig toll. Ja, wir werden jetzt erstmal eine kleine Brotzeit machen, weil wir noch Toast haben, was wir sonst wegwerfen müssten. Das wäre zu schade für. Ja, genau. Und dann werde ich ein Video drehen, was ihr aber schon längst gesehen habt, weil das ist schon vor der Messe gewesen. Richtig. Und ja, dann warten wir auf die Jungs. Die kommen ja dann auch im Laufe des Nachmittags an. Mhm. Ja, und dann schauen wir mal, was wir hier so machen in Liezen. Auf jeden Fall bestimmt einen schönen Spaziergang werden wir machen und werden euch das ein oder andere dann hier zeigen. Aber erstmal eine Brotzeit. Was essen. Genau. Jetzt haben wir es 17 Uhr. Ich merke gerade, dass das Radio noch läuft. Und zwar Schweizer Radio. Wenn wir schon in Österreich sind, dann machen wir immer Schweizer Radio an. Mhm. Vintage Radio. Richtig cooler Sender. Haben wir 2020 auf unserer Reise kennengelernt. Ja, empfehlenswert. Allerdings ist das Runterladen im App Store nicht so cool. Nicht so ganz einfach. Nee, dann müsst ihr in der Schweiz schon sein. Genau. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, den Sender zu hören. Ist aber wirklich cool. Bringt nur Oldies und zu jeder vollen Stunde gibt es Nachrichten. Ist immer nur blöd, wenn du ganz woanders bist und hörst dann Schweizer Wetter und denkst dich, aha, so, und da ist schönes Wetter. Ja. Ach, das ist ja gar nicht. Ist ganz witzig. In Zürich ist es heute so und so. Das ist schwierig. Ja, wir hatten gerade eine längere Teezeit. Mhm. Und jetzt gibt es eine längere Spazierzeit.
Also zumindest eine Spazierzeit. Ob sie lang ist, wissen wir nicht, weil wir müssen mal gucken, was wir jetzt hier so zu sehen bekommen. Ist aber leider schon dunkel, deshalb die Aufnahme hier. Und ihr seht, wenn alles gut läuft, jetzt ein paar Bilder und dann melden wir uns wieder. Denn es wird noch ein bisschen was gekocht. Ein Zwei-Gänge-Menü, denn einmal was für mich und einmal was für die anderen Herrschaften. Für die anderen Herrschaften, genau. Das wird, wird auf jeden Fall spannend und ich glaube, da nehmen wir euch mit. Ja. Beim Kochen? Ja. Drüben? Ja. Mal sehen. Wenn er das so sagt. Wird, glaube ich, interessant. Wird, Mensch, mach die Kamera aus. Ja, los geht's. This morning half so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face. Tja, da sind wir. Die Teller sind voll. Es gab eine Mischung wild um. Bunte Mischung, hätte ich gesagt. Aber wir waren clever. Nicht so wie er dachte, ach, das bringen wir alles mit rüber und dann machen wir das alles hier. Nein. Nee, das war dann wir doch. Wir haben fünf Platten. Ja. Die könnte man ja nutzen. Ne? Genau. Das hat gut geklappt, oder? Haben sie genutzt, ja. Sehr gut. So, ja. Deshalb haben wir ein ein vegetarisches Gericht, sage ich mal, so ja, fast. Ja, bis ja. auf die Bohnen, da ist ein bisschen Schinken drin. Genau. Und ansonsten haben wir ein Fleischgericht. Dann nennen wir das einfach Schweineköttel, da ist es schon wieder vegetarisch. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken und stoßen einmal an, wa? Ja, also, ja. Mit gutem Wein aus diesem Sinne. Oh ja. Zum Wohl. Zum Wohl. So. Was? Ich schon? So weit soll ich noch mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und Mahlzeit. Ja, wir sitzen schon wieder im Teddybahn, gerade einkaufen. Finde das super, was man halt in Österreich bekommt. Unter anderem natürlich die Pombeeren in Paprika, die es bei uns nicht mehr gibt. Mhm. Schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und etwas, was ich damals bei uns auf Arbeit im Snackautomat gefunden habe, dann in Belgien. Und ich dachte immer, das gibt es nur in Belgien. Leo. Nö. Es gibt auch hier Leo von Milka. Richtig lecker Snack. Ist sowas wie KitKat, bloß besser. Mhm. Und ja, das haben wir natürlich jetzt eingekauft. Und wir haben entschieden, heute wird das Wetter noch nicht so ganz gut, aber morgen soll es richtig schön werden. Und zwar in Graz. Da fahren wir nämlich jetzt hin. Genau, da machen wir jetzt hin. Balu sehen wir gerade, wie er da wegfährt. Mal gucken, ob der da sogar lang fährt. Mhm. Kann sein. Nee, sieht nicht so aus, weil die Autobahn war da hinten irgendwo ausgeschildert. Ist egal. Dementsprechend, da werden wir jetzt hinfahren, fahren direkt über die Autobahn. Landstraße haben wir heute nicht so viel Lust. Wir fahren hinterher. Ob wir Kamerabilder euch zeigen können, wissen wir nicht, weil man muss sagen, es fängt schon wieder an zu regnen. Und Regenbilder, naja, die müssen wir euch ja nun wirklich nicht zeigen. Nee, und das hängt halt jetzt davon ab, wie es Wetter wird. Genau. In diesem Sinne melden wir uns aus Graz wieder. Today. It's a good day today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today. It's a good. Angekommen in Graz. Schöner auf, Stellplatz. Genau, so etwas Ähnliches, was wir schon mal in Wien haben. Mhm. Werden wir euch aber in einem extra Video dann vorstellen. Weil morgen soll das Wetter auch noch sonniger sein, damit ihr einen sonnigen Blick auf diesen Platz habt. So, und heute, wo gehen wir denn überhaupt hin, Jungs? Ich hab keine Ahnung. Aha, also einfach drauf los. Mal gucken. Wahrscheinlich gleich wieder zurück, weil der Weg hier eigentlich gar nicht weiterführt. Aber naja, machen wir einfach mal so. Und genau. Ja, dann schauen wir mal, was hier die Stadt so zu bieten hat. Auf jeden Fall morgen. Morgen, wie gesagt, Sonnenschein, da wollen wir die Stadt erkunden. Haben uns extra zwei Guides besorgt. Organisiert, genau. Mhm. Die werden uns einmal durch die Stadt führen. Und dann sehen wir mal, was dazu wird. Wir sind sehr gespannt. So, und Stefan macht dann
irgendwann noch eine Platzrunde. Irgendwann. Da sind auch nochmal Plätze. Ach, genau. Da sind Zelte. Was es nicht alles hier so gibt. Zelte gibt's ja auch, siehst du. Sieht so wie fest einge, also fester Stellplatz, fester Campingplatz. Na, wie auch immer, wir schauen jetzt erstmal weiter. Ja, auf dem Berg sind wir schon mal, also auf dem Teil des Berges. Warum auch immer, wurden wir hier zu einem Friedhof gejagt. Ja. Mit einer wunderbaren Aussicht, also ich muss das mit den Guides nochmal überdenken, auf einen Kran. Seht ihr den Kran da? Für was? Und eine nicht so schöne Stadt, aber man hat uns gesagt, die Stadt soll da sein. Ja, die Innenstadt soll schöner sein. Das gucken wir uns ja morgen an. Mal sehen. Also auf jeden Fall ein schönes Schloss. Ja, da kannst du irgendwas mit Stricken, Agrar, ja. Sowas in der Art. Klöppeln ganz, hieß es. Klöppeln? Klöppeln. Ey! Kann ich auch. Ich klöppel da gleich mal mit. Auf jeden Fall haben wir da unten, in der Richtung, ist dann der Platz. Ich zeig das mal. Also, relativ gut auswärts gelegen. Wir müssen auch mit dem Bus morgen reinfahren. Sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, Bus zu fahren, weil normalerweise fahren wir ja U-Bahn oder Straßenbahn. Bus wird ja mal was ganz Neues sein. Ja, aber sonst, wie gesagt, von hier aus muss man sagen, hat jetzt Graz noch nicht die Schönheit entfaltet. Also, es ist also, noch nicht Wien. Ja, also. Okay, außer man guckt natürlich in die Richtung, das muss man sagen, das Schloss sieht schon schön aus. Also ja, das schön. Für euch schon mal in Info, der Platz, der kostet 25 Euro die Nacht. Plus? Das Strom inklusive. Dann kommen aber nur Kurtaxe für die Erwachsenen dazu, 2 Euro, das heißt 29 Euro korrekt. Pro Nacht bei 2 Leuten. Das richtig. Muss man schon mal wissen. Jo. Ja, und ein bisschen älter als in Wien, das sieht man auch. Also das ist teilweise... gut. Es war auch ein bisschen matschig, das muss man sagen. Also okay. Die Plätze im Moment sind dafür, halt dafür können sie nichts, das ist das Wetter. Ja. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, was wir noch so machen. Wahrscheinlich irgendwann gibt es wieder Essen. Ja. Wir haben ein bisschen gearbeitet. Also Stefan hat wirklich Teddy wieder ein bisschen sauberer gemacht. Die Scheiben sind blitzeblank. Man kann wieder durchgucken. Das hoffe ich, das werden wir morgen am Tag dann sehen, ob das auch ja, schlierenfrei ist. Ne? Und ein bisschen an den Seiten hast du was gemacht, ne? Oder was hast du überhaupt gemacht? Ich war auf unserer Webseite. Eigentlich habe ich das ganze Auto sauber gemacht. Ja, das ganze Auto. Ich würde sagen, sowas hat sich so angehört. Wir haben einen schönen Blick auf die Kirche da oben. Ich denke mal, Stefan wird ein Foto davon noch machen und dann ja. Werden wir euch das jetzt einblenden. Ja. Und ja, Essen machen wir heute mal etwas auftauen. Ja, heute gibt's mal Gulasch noch von Weihnachten. Genau. Dann und Nudeln, ne? Ganz einfach. Und wir müssen noch mit den Jungs sprechen, dass genau. Die ihr Essen auch machen. Und dann essen wir natürlich wieder gemeinsam. Und zwar wieder drüben im Buggy, im Balu. Genau, Buggy ist nicht da. Genau, Buggy ist ja im Balu machen wir das dann. Mhm. Ja, und dann werden wir bestimmt wieder einen Spielerabend machen. Ja, und morgen gibt es dann wirklich auch mal Sachen richtig aus Graz zu ja. Sehen. Ja, momentan ist es mehr viel Szenen von hier aus. Ist aber nun mal wetterbedingt so. Ja, das andere Essen, wir hätten ja auch noch gestuften Kohl, den behalten wir uns nämlich, das sollten wir nicht bei der Messe essen. Ja, das ist eine gute Idee. Weil dann haben wir das einfach zum Auftauen. Und dann haben wir auch nochmal Hähnchen, könnten man auch bei der Messe, sieht genau, man das an. Kann man nämlich alles schön auftauen in der Zeit, wo wir auf der Messe umherlaufen, das wäre super. Ich werde jetzt nochmal nach hinten gehen, so viele Seiten habe ich nämlich nicht mehr, ich lese nämlich jetzt noch mein Buch zu Ende, mein Weihnachtsgeschenk. Ich gehe rüber, werde den Jungs Bescheid sagen und mal kurz mit denen sprechen. Genau, wie, wann, was, wie, wo, was, genau. Weil ich würde behaupten, dass es noch ein bisschen zu früh ist. Es ist noch nicht mal 18 Uhr. Also bis es Essen gibt, wird es sicherlich Viertel nach oder halb sein. Weil eine Weile brauche ich bestimmt. Also ich glaube, 6:30 wäre schon, wenn ja. Angemessen. Genau. Alles andere ist ein bisschen zu früh. Ja, dann würde ich sagen, melden wir uns morgen wieder. Mhm. Und ja, dann gibt es
hoffentlich schöne Bilder aus Graz. Ja. So, dann gibt es mal jetzt auch hier weiter in diesem Video. Man glaubt es ja kaum. Wir haben es jetzt schon, Mensch, 12 nach 11. Irgendwann sind wir mal aufwach geworden. Nein, schon ewig her haben wir schon ein Video gedreht. Und jetzt haben wir da... Wo warst du? Kamera dahin. Wohin? Ja, dahin, die beiden da. Dahin. Das sind unsere Guides, die uns gestern auf dem Friedhof gejagt haben. Ich weiß bis heute noch nicht wieso. Aber wollen uns loswerden. Auf jeden Fall, jetzt werden sie uns die Stadt zeigen. Das Gute ist an dem Mikrofon, wir können zur Not ein Mikrofon denen dann irgendwo anstecken. Die müssen uns ja was erzählen. Wir wissen ja nichts hier. Wir wissen, dass es eine Stadt ist mit 4 Buchstaben. Und dann hört's auf. Ja, schauen wir jetzt mal, ne, ob wir einen Bus kriegen. Genau. Angekommen in der Innenstadt sind Bezirk mit Bezirk 1. Genau, wir sind über die mit der 62 sind wir reingekommen. 32, genau. Mein Dankeschön. Gott, minus 30 und dann seid ihr auch richtig. Wir haben für ein Tagesticket 5,80 Euro bezahlt pro Person. Ja, das ist okay. Ja, das kann man machen. Und wir haben nochmal den Beweis, dass wir auch in der Steiermark sind, weil wir uns ja immer überlegen, wo sind wir eigentlich hier? Langsam steigen wir ja nicht mehr durch. So, jetzt wären wir, wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Ja, wir laufen einmal die Herrengasse entlang. Wir sollten vielleicht ein bisschen weiter nach links. Weil da kommt die Bahn, dann sind wir gleich weg. Ja, das ist so die Kernstraße der Innenstadt, von der dann viele Geschäfte abzweigen. In Richtung Schlossberg erstmal. Also, Schlossberg, also da geht's jetzt hin. Da geht's hin. Ja, wir hoffen, das war relativ schnell. Also wie gesagt, irgendwas mit Herren, also ich weiß, wo die, also Herrengasse, wir können ja mal ablesen. Genau. Ne? Also, da laufen wir lang, ja, eindeutig viele Geschäfte. Und das Gute ist, heute am 6. Januar, die haben alle zu. Sehr gut, wir können kein Geld ausgeben. Yippie! So soll das sein. Ja, und Stefan wird euch jetzt ein paar Bilder präsentieren. Und dann, glaube ich, melden wir uns vom Bärsch wieder. Nachdem wir jetzt hier Weihnachtsbäume auf dem Kopf gesehen haben, also was für eine Verschwendung von Weihnachtsbäumen. Graz steht Kopf, würde ich sagen. Ja, sehen wir jetzt irgendwas nach da vorne und Miro muss uns erklären, was sehen wir da jetzt eigentlich? Also wir sind gerade am Eingangsbereich vom Hauptplatz und schauen direkt auf den Schlossberg. Oben der zentrale Turm ist der Grazer Schlossturm, Uhrturm und das wahrscheinlich das Wahrzeichen von Graz. Zumindest wurde Miro gerade noch korrigiert, dass es das Wahrzeichen ist und nicht eines der Wahrzeichen. Ja, und so. Das schauen wir uns jetzt an, würde ich genau, sagen. Genau, da gibt es aber Gott sei Dank einen Fahrstuhl hoch. Ne? Entweder sowas einen Fahrstuhl oder die Schlossbergbahn. Aber panoramischer ist die Schlossbergbahn. Oder halt die Treppenstufen 900 oder so in der Art. Die machen wir auf keinen Fall, zumindest nicht hoch. Runter, naja, da lasse ich mich ja vielleicht überreden. Kann ich nur empfehlen wegen der Aussicht. So Miro, jetzt sind wir hier am Fuße des Berges hier, des Schloss, wie heißt es? Schlossberg. Schlossberg. Genau. Was gibt es denn hier zu sehen? Ja, also oben wieder ganz prominent natürlich der Uhrturm. Zudem können wir nachher ein bisschen noch uns anschauen, die Uhr genau. Die hat ein paar Besonderheiten. Cool. Aber jetzt eigentlich von hier unten zu sehen sind unten ein paar, also zum einen die ganzen Treppen, die weiß ich nicht, ob man die auf dem Video gut sieht. Ja, das sieht man. Die Leute sieht man auf jeden Fall, wie sie dorthin hochgehen.
hinaufgehen. Und unten sind ein paar Stollen. Links so ein alter, zum Teil auch als Kriegsbunker verwendet. Und von dort geht dann auch der Schlossberg-Lift hinauf. Eine Märchenbahn für die Kinder und Jugendlichen, jungen Jugendlichen. Für mich! Und rechts, wo Dom im Berg steht, geht es zu einer Disco, beziehungsweise kann man einmal durch eine Bohrung durch den Berg auf der anderen Seite wieder hinauskommen. Quasi ein Tunnel. Zu den Treppen. Jetzt schön ein Quiz. A oder B. Sind es 900 Stufen, wie man hier behauptet, oder sind es knappe 260? Einfach mal abstimmen in den Kommentaren. Auflösung gibt es dann, wenn wir auf dem Berg sind. Das dauert aber noch einen Moment. Angekommen sind wir jetzt auf dem Schlossberg. Und eine fantastische Aussicht haben wir. Und das Wetter, also echt Frühling. Die Leute sitzen hier mit Büchern. Eine Harfe spielt. Also dabei sind wir gar nicht im Hafen. Nein. Was aber gut ist, wir haben ja, wenn ihr auf diesem Stellplatz seid, wo wir sind, da, und dann holt ihr euch ja am besten eine Tageskarte, eine Verbundkarte, und dann könnt ihr nämlich hier hoch und runter damit fahren. Bezahlt nichts, ist nämlich genau inkludiert in den Preis. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Jo, jetzt laufen wir noch zu diesem Glockenturm. Richtig, da werden wir noch ein paar oder Informationen bekommen, habe ich gerade gehört. Und da werden wir auch noch mal zeigen und dann geht's die Treppen runter. Ja, Action! Der spinnt doch, der Alte. So Miro, jetzt sind wir hier bei diesem weltberühmten Ohrenturm. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Was ist denn das genau? Die Besonderheit, du hast gesagt, es gibt eine Besonderheit. Genau, jetzt haben wir ja den direkten Blick auch auf die Uhr. Und der große Zeiger ist in diesem Fall der Stundenzeiger. Wenn man sich früher dachte, die Stunde ist einfach das Wichtigere, die Minute nur das Beiwerk. Das heißt, deswegen ist der Stundenzeiger so groß geworden. Ganz genau. Also cool. Wie jetzt gerade haben wir nicht, wie man denken könnte, 6:56, sondern entsprechend 12:01. Ja, bei mir auf der Uhr ist es noch 10:01, aber okay, ganz genau geht die nicht. Wahrscheinlich, genau. Aber okay. So, bevor wir ins Teddys Kochstudio rüberschalten, denke ich mal, noch eine kleine Auflösung haben wir ja versprochen, oder habe ich versprochen. Wie viele Stufen sind es nach da oben? Es war Antwort A, definitiv nicht. Gefühlt waren es nämlich 3536 Stufen, die man da hochlaufen muss. Und wenn ihr es wirklich wissen wollt, müsst ihr einfach jetzt auf diesem Bild schauen, ob ihr richtig liegt oder nicht. So, dann habe ich das erledigt und jetzt schalten wir mal ins Teddy-Kochstudio.
Mal gucken, was da so los ist. Wie du magst. Ich habe hier jetzt schon zumindest mit einer angefangen. Können wir gerne dazu geben. Aber hast du für hier auch welche? Ach so, nee, dafür habe ich noch keine. Na, siehst du. Da ist ja drei Vorschläge. Ja, passt. Die sind halt jetzt anders geschnitten. Ja, aber das macht ja nichts. Ja, Tomate ist Tomate. Aber ihr seid ja eher beim Kleinen. Also jeder hat hier ein Messer in der Hand, ne? Das ist hier sehr gefährlich hier gerade. Wir sind beim Kleinen. Mhm. Ja. So, hier wird jetzt irgendwas zurechtgebastelt. Ja, das ist ja als Vorspeise. Nimm das. Okay, danke. Verzeihung. Versuch's damit, mal sehen, ob es besser geht. Geht das wieder weg? Also nehme ich das andere. Ich habe da noch ein schönes. Besser? Das ist super. Ansonsten der hier. So, was gibt es eigentlich? Im Teddys Kochstuhl, die bereiten jetzt irgend so einen Blödsinn vor, was kein Mensch essen will, aber die wollen das machen. Ich bin da sehr pflegeleicht, denn die Wurst ist noch lange nicht so weit. Die wollen das schließlich auch essen. Das sah jetzt sehr lustig aus, wenn du in diesem Fischauge da reinkommst. Auf jeden Fall soll heute nochmal gegrillt werden, weil bei den frühlingshaften Temperaturen, die wir hatten, haben wir gesagt, dann können wir auch angrillen. Ich finde, 6. Januar ist genau die richtige Zeit, um anzugrillen. Und Stefan macht noch Salat. Wie gesagt, die Gurken werden geschält. Geschält sind sie hoffentlich. Und ja, mal gucken. Ich muss gleich mal kontrollieren, ob es die Männervariation ist oder ob es denn doch schon die vernünftige Variation ist. Das werden wir gleich mal nachkontrollieren. Die, die wir wollen. Und ja, dann schauen wir mal, wann Essen endlich fertig ist. Und essbar wird es auch. Das auf jeden Fall. Das sind ja nur essbare Dinge. Okay. Lecker wird auch, auch das Rallye noch nicht. Auch aber wenn Marcel doch lecker. Überspricht. Lecker wird's. Ich blende euch besser ein Foto ein, aber es sieht schon wieder sehr nach Männerdomäne aus. Also definitiv sind das Männergurken. Ne, das ist mit Absicht so. Die müssen ja so. Das hört man nicht, weil das Mikrofon ist zu mir. Haha, verarscht. Die Schmorgurken. Genau. So, dementsprechend, ich blende euch jetzt da ein Bild ein und dann schauen wir mal, wie gesagt, wann das Essen endlich fertig ist. So, nachdem die Herren hier sowas hier, guckt euch das an, das muss definitiv weg. Ne, lecker, lecker, lecker. Das esst ihr ja auch weg. Ja. Dementsprechend ist es. Vorspeise ist auch schon von den Herren hier gegessen worden. Also von den Herren, ich krieg ja nichts, also muss ja wieder hungern. Naja, Vorspeise gab es ein bisschen schnelles zusammengewürfeltes Gemüse, genau. Eigentlich, ja. Und eigentlich so eine Gurke als Schmorgurke, würde ich sagen. Also war ganz lecker, fand ich persönlich. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt den Abend, den letzten Abend hier genießen. Sagen auf jeden Fall hier im Video danke, dass ihr so viel Zeit, so viel Nerven aufgebracht ja, habt. Vielen lieben Dank. Es war danke sehr schön. Vielen Dank, dass ihr so spontan, dass es so spontan eigentlich gut funktioniert hat. Ja, cool. Ja, wir sollten nichts mehr planen. Spontan ist einfach besser. Ja. Das merken wir jetzt. Gut, und dann würde ich sagen, da machen wir die Kamera aus, weil gleich gibt es also nochmal richtig Essen, also für mich endlich mal Essen. Ja, ich habe jetzt was auf den Grill gelegt und dann geht's los. Dann würde ich sagen, morgen früh melden wir uns nochmal hier aus Graz. Tschüss. 7.1. Samstag, Zeit zum Verabschieden. Tja, leider. Time also to say goodbye. Nicht nur von das da hinten, ne? Also hier Graz, sondern auch von den beiden hier, die uns, wie gesagt, auf den Friedhof geschickt haben. Wieso auch immer. Die Frage ist nicht beantwortet worden. Das heißt, es muss eine Fortsetzung geben, um das zu klären. Aber die beiden verlassen uns, weil sie nach Hause müssen, Montag wieder arbeiten, ne? Ja. Ja. Irgendeine muss ja was tun, wenn wir genau eine Woche hier Frau umher fahren. Richtig, genau. Und ja. Ja, in dem Sinne sagen wir in dem Video tschüss. War schön, dass wir die Zeit hatten. Ja, war eine Woche. Eine sehr schöne Zeit mit euch. Spontan. Können wir gerne wieder machen und ja, geplant ist ja auch schon ein bisschen was. Ja, vielen Dank fürs Mitnehmen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also falls ihr mal einen Reiseführer durch Österreich braucht, müsst ihr warten, bis ihr einen eigenen YouTube- oder Instagram-Kanal habt. Genau. Das kann noch so 3 Jahre dauern. Mindestens, ja. Genau. So, und wir fahren jetzt weiter. Ne, wir sagen auch tschüss, das Video ist hier zu Ende. Tatsächlich. Ach so. Ja, wow. Das nächste Video steht schon in den Startlöchern, wann auch immer es kommt, aber deshalb würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder.
Nee, bleibt uns erstmal gewogen, das ist ganz wichtig. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Ja. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Genfer. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Take a look.